Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine DM heute für euch. Ich habe bei DM wieder online bestellt und die ganzen Dinge zeige ich euch jetzt mal. Beauty, Make-up, Schmuck, da ist alles Mögliche dabei. Ich fange mal an mit drei verschiedenen Trockenshampoos, da habe ich zugeschlagen. Und was zeige ich euch zuerst? Und zwar, habe ich mir das hier wieder mitgenommen. Von der DM Eigenmarke Balea. Es sind alle drei von DM Balea. Und zwar das Trockenshampoo Soft Cotton. Das fand ich sehr lecker. Das habe ich schon mal mitgenommen. Habe euch das auch gezeigt. Und der Duft ist so angenehm. Also das liebe ich wirklich. Und habe das jetzt, glaube ich, schon dreimal nachbestellt. Das müsste jetzt das dritte sein. Kann ich nur empfehlen. Dann gibt es eine Limited Edition. Und zwar dieses hier. Wie heißt das? Purple Dahlia. Genau, das ist Dahlia Purple. So, und das hier duftet super lecker. Da habe ich nur das eine mitgenommen, weil ich ja nicht wusste, ob es vielleicht doch nicht so gut ist. Und das hier riecht wirklich für meinen Geruchssinn super lecker. Und das werde ich jetzt die Tage auch wieder gleich zwei, dreimal dann, denke ich mal, bestellen, da es ja eine Limited Edition ist, weil der Duft ist wirklich atemberaubend. Da müsst ihr einfach mal dran riechen und euch das holen. Am Packaging sieht sowieso schön aus, aber der Duft wirklich einzigartig. Und das nächste, was ich mitgenommen habe, das habe ich euch das letzte Mal im DM-Haul gezeigt, falls ich den schon hochgeladen habe. Ich vermische die ganzen Hauls immer. Das kommt nicht nach der Reihenfolge leider online. Habe ich das nämlich auch schon ausprobiert. Von Balea das Trockenshampoo, und zwar Pure Eleganz. Da habe ich euch auch schon gesagt, dass ich das am nächsten Tag ausprobieren wollte. Habe ich jetzt auch. Und ja, fand den Duft gut. Und bei der nächsten Bestellung, ich glaube, ich habe dann ein paar Tage später nochmal bestellt, weil ich noch ein paar Dinge eben jetzt benötigt habe, habe ich dieses hier wieder mitbestellt. Das ist jetzt ein neuer Duft, genau. Der Duft ist neu und bleibt jetzt auch im Sortiment erstmal. Also da ist noch einiges vorrätig. Den habe ich mir jetzt deswegen nur einmal mitgenommen, weil ich den ja aktuell noch da habe vom letzten Mal. Und die Limited Edition, die werde ich mir jetzt noch zwei, dreimal holen, damit ich ein paar Backups habe, bevor es den Duft nicht mehr gibt. Irgendwann kann man die Düfte sowieso nicht mehr riechen und muss da wechseln, wenn man das zu oft drauf gegeben hat. So viel dazu. Dann habe ich von NYX meine Drop Foundation, also meine Total Control Pro Foundation wieder bestellt, und zwar ist das die Farbe, welche Farbe war das denn? Nummer 03 Porzellan. Sieht so aus, die haben sämtliche Farben und ja, habe ich jetzt auch gerade übrigens dran, die Porzellan, und finde ich gut, für jeden etwas dabei. Dann noch drei weitere Produkte. Ich weiß gar nicht, ob die neu sind. Ich glaube, die gibt es zumindest noch nicht so lange. Und zwar von Essence habe ich mir hier drei Liquid Lipsticks mitgenommen. Die sind Veganer. Also ich glaube, Essence ist jetzt komplett vegan geworden. Und diesen einen habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist die Nummer 02 Duck Face. Die hatte ich auch schon im drittvorletzten in irgendeinem DM-Haul drinnen. Das ist so ein schöner Nude-Ton. Ich swatche euch das jetzt einfach mal an der Hand. So, und zwar wäre das jetzt Duck Face. Also ich hoffe, ihr könnt von der Lichtqualität, bei mir bei dem Bildschirm sieht das so ein bisschen schwummrig aus, weil es wird nämlich so früh jetzt schon dunkel. Ich hätte früher anfangen müssen. Das ist jetzt Duck Face, also er glänzt noch. Das sind alles matte Liquid Lipsticks. Ach ja, genau. Heißen übrigens Stay Matte. 8 Stunden sollen die halten. Kann ich so jetzt noch nicht bestätigen. Den Duck Face habe ich ja wie gesagt, vor ein paar Wochen das erste Mal bestellt, deswegen wieder nachbestellt, weil mir die Farbe gefallen hat. Plus noch weitere Farben zum Ausprobieren. Und ob der 8 Stunden hält, ich würde mal sagen, nicht unbedingt. Aber ist auf jeden Fall vom Preis-Leistungs-Verhältnis super gut und schöne Farben. Lassen sich gut auftragen. Also das wäre jetzt Duck Face. Und ich habe Duck Face auch gerade dran. Also das sieht auf den Lippen bei mir so aus, wobei ich sagen muss, dass ich über dem Duck Face, über diesen Matten noch, kann ich euch zeigen,
von Alverde. Also meistens mache ich das so bei Liquid Lipsticks, weil mir das sonst zu trocken ist und das bröckelt bei mir immer auf den Lippen, wie bestimmt auch bei vielen anderen. Gebe ich noch einen cremigen Lippenstift oder Pflegestift drüber, damit das nicht so ganz komisch aussieht. Das heißt, ich habe jetzt hier den Duck Face drauf. Das ist aktuell meine liebste Farbe. Und dazu meinen liebsten Pflegestift von DM Alverde. Der Color and Care Nummer 02 Dusty Nude. Und wenn ihr hier mal guckt, ihr seht hier auch schon die Verfärbung oben. Also drunter, so sieht er aus. Und dann gebe ich das immer drüber. Deswegen verfärbt das sich hier oben. Und ja, ich finde, in Kombination eben mit diesem dunkleren Ton und dem helleren einmal drüber ergibt das einen schönen Effekt. Kann ich nur empfehlen und ja, sehr schön. Dann habe ich mir jetzt noch zwei weitere mitbestellt und zwar einen helleren. Das ist Nummer 01 Hello Sunrise. Den swatche ich euch auch mal. Der ist jetzt etwas heller. Das ist jetzt hier der obere. Auch schön. Und dann habe ich noch die Nummer 05 Date Proof. Das ist jetzt ein sehr dunkler. Ich habe mir den nicht so dunkel ja, erhofft oder ich habe ihn nicht erwartet, dass er so dunkel ist. Ich weiß jetzt nicht, ob mir die Farbe steht, aber der ist so bärig. So, also schon sehr knallig. Er sieht vielleicht in der Kamera jetzt rötlicher aus, als er ist. Der hat so ein ja, ganz dunkles Himbeerrot, würde ich mal sagen. Also das sind jetzt die drei Farben. Wie gesagt, der unterste, den mische ich mit dem Color in Care. Habe ich hier auch dran. Und die anderen zwei Farben sind aber auch schön und die haben so viel Auswahl. Ja, und sind wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, also top. Da ist auch richtig viel drin und man benötigt gar nicht viel. Man hat hier auf dem Applikator immer, wenn man das rauszieht, so viel drauf. Ich streiche das immer ab, ja, weil man gar nicht so viel benötigt. Auf jeden Fall super schön, kann ich nur empfehlen, den Stay Matt von Essence. Dann machen wir weiter mit, ja, machen wir weiter mit Schmuck. Mal etwas Abwechslung. Und zwar habe ich hier ein Kettenset bestellt. Die eine Kette habe ich hier schon dran. Das war ein Dreier-Set. Also drei Ketten, die haben 4,95 € gekostet. Ich mache die mal wieder ab. Ich habe das nämlich eh schon geöffnet. Und zwar, ja, ist das ein Kettenset. Und zwar war da diese hier dabei mit so einem Perlmutt, ja, muschelmäßigen Stein, Perlmuttstein, also nicht echt, nur aus Kunststoff natürlich. Dazu gab es dann diese Kette noch. Die hat so kleine Knötchen drinnen. Sieht dann in Kombination, wenn man das zusammen, also als Zweierkette dran hat, auch sehr schön aus. Und die dritte Kette, die da dran war, die hat hier so Kristalle noch drauf. Das Blöde ist, dass sie sich hier immer so verdrehen und man die Rückseite dann auch drauf hat, wie man vielleicht hier sieht. Je nachdem, ich glaube, das ist die Vorderseite. Das verdreht sich aber trotzdem natürlich beim Tragen. Aber die Kombination mit diesen zwei, das kann man da kombinieren, wie man möchte. Diese zwei oder alle drei. Ich persönlich mag es jetzt nicht so. Ich hatte auch schon alle drei drauf. Und da finde ich, dass die mit den Kristallen doch ein bisschen too much für meinen Geschmack ist. Deswegen trage ich die hier meistens alleine, separat. Oder eben in Verbindung mit der filigranen Knotenkette. Aber schön aussehen tut es auf jeden Fall. Und wenn wir schon dabei sind, zeige ich euch noch die passenden Armbänder dazu. Die habe ich natürlich auch mitbestellt, weil ich mir dachte, wenn schon, denn schon. Die drei würden 4 Euro oder haben 4,45 € gekostet. Mache ich jetzt auch mal ab. Es ist komplett identisch. Also es sind die gleichen und ich habe auch das passende Armband hier dazu dran. Und zwar, wenn ich es hier abbekomme. Ja, ist dann natürlich auch das mit diesen Knötchen hier. Fokussiert das? Da ist das auch mit diesen Knötchen hier dabei, natürlich zum Verstellen, ja, dass es auch jedem passt. Und einmal mit einem Kristall. Da ist aber nur ein Kristall drauf, eben passend zu der Kristallkette. Und hier, das was ich gerade dran habe, eben mit diesem Perlmutt. Muschel-Imitat-Dings hier aus Kunststoff. Ja, das hat hier nur eben ein anderes Gliederkettchen, das ist ein bisschen dicker, finde ich aber recht schön. Ich trage die Dinger sehr gerne einzeln, wobei ich das Armband jetzt als Set auch tragen würde, also mit allen drei würde ich das auch tragen, hatte ich auch schon. Da finde ich das jetzt nicht zu aufdringlich, wenn ich hier alle drei trage. Bei den Ketten habe ich lieber nur eine oder eben zwei.
Und ja, kann ich nur empfehlen. Also die haben immer schön Modeschmuck, recht günstig. Ja, kann man auch nie was falsch machen. Dann machen wir weiter mit einem Nagellack. Und zwar habe ich hier von Essie, den habe ich auch gerade dran. Das ist meine allerliebste Farbe von Essie. Und zwar ist das der Ballett Slipper oder Ballett Slippers. Ja, das ist so ein schöner Rosé-Ton, Nude-Ton, heller Ton. Habe ich jetzt, wie gesagt, auch dran. Sieht so aus. Ach, und die Ringe, die ihr hier seht, die habe ich euch das letzte Mal schon, falls der DM-Haul schon online ist, ich weiß es wirklich nicht mehr. Es sollte der letzte sein und ansonsten wird es der kommende sein. Schaut da gerne mal wieder rein. Die Ringe habe ich euch auch gezeigt. Das war aber ein 5er-Set. Ich habe jetzt hier nur 3 dran. Ja, die sind auch super schön gewesen und habe ich jetzt auch schon länger. Natürlich beim Händewaschen wird sich das verfärben. Ich nehme die immer ab vor dem Händewaschen. Ansonsten halten die nicht so lange, da es Modeschmuck ist. Und ja, wieder zurück zum Nagellack. Ja, den kann ich nur empfehlen. Habe ich sehr gerne. Das ist meine, ich weiß gar nicht, von Essie habe ich auch schon ein paar andere Farben gehabt. Aber eigentlich nehme ich immer diesen hier, weil das mein, ja, Nagellack ist, den ich täglich trage. Und ansonsten wechsle ich das auch mal im Sommer mit oder im ganz kalten Winter mit einem hellen klassischen Rot. Meine Nägel habe ich, meine Zehennägel habe ich auch immer in einem klassischen Rot. Nur die Fingernägel eben so oder exakt mit demselben Rot. Genau. Und das letzte Produkt, ja, das letzte Produkt wollte ich jetzt auch mal mitnehmen und ausprobieren. Das ist auch von der Eigenmarke Balea. Das ist so ein Aqua-Augen-Roll-On-Gel. Parfümfrei, das ist so eben so eine Massagekugel und mit Algenextrakt. Ja, und den, da kann ich noch nichts dazu sagen. Ich hatte das letzte Mal nämlich einen von der DM-Eigenmarke Naturkosmetik Alverde. Den fand ich schon gut, aber jetzt dachte ich mir, ich nehme den einfach mal mit und probiere den mal aus. Ist mal was anderes. Der hat nämlich hier auch so ein Gel drin, also so eine Creme. Das heißt, hier unten ist das Kügelchen und ihr müsst einmal drauf drücken und gleichzeitig rollen. Der von Alverde war einfach nur flüssig. Das heißt, da musste man nur rollen und die Flüssigkeit kam so raus. Jetzt bin ich gespannt, wie der eben so ist. Und wenn der leer ist, mal schauen, ob ich den wieder nachkaufe oder mich durch andere mal durchprobiere, die vielleicht besser sind. Ja, ich hoffe, euch hat der DM-Haul gefallen. Ja, ein paar neue Produkte. Limited Wendless Haarspray, das Trockenshampoo. Ich hoffe, er hat euch aber trotzdem gefallen. Lasst mir sehr gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich habe festgestellt, dass über 80% von euch nämlich mich gucken, aber nicht abonniert haben. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einfach ein Abo da lässt. Folgt mir auch sehr gerne auf Instagram, da mache ich auch hin und wieder Verlosungen. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.